was passiert eigentlich mit so einem Ladegut, wenn ihr es nicht mit Rutschmatten gesichert habt? Der steht immer noch auf der Rutschmatte, auf der Anti-Rutschmatte, aber steht jetzt genau da, wo er ohne Anti-Rutschmatte bei 20 Kilometern zum Stehen kam. Ja, ja. Und wir hatten jetzt doppelte Geschwindigkeit. Ich glaube, das Ergebnis ist aussagekräftig. Ja, Wahnsinn. Also, was können wir hier so ganz plump mal so als Fazit festhalten? Dass die Anti-Rutschmatten einiges aufnehmen können, an Ladungssicherung gewährleisten und damit natürlich dann schon ein großer Baustein für Ladungssicherung gegeben ist, wenn man die verwendet. Ja, mega.